Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Neuzugänge-Video für den Februar eigentlich. Ihr werdet das Ganze jetzt im März sehen, also wundert euch nicht, aber diese Bücher sind alle im Februar bei mir eingezogen. So dass ich es vielleicht noch schaffe, quasi den März ohne einen Buchkauf vielleicht zu schaffen. Mal schauen. Fangen wir an mit einem Buch, das ich gewonnen habe. Und zwar bei einem Gewinnspiel bei Maries Weltkugel. Und zwar ist es von Heike Eva Schmidt, Purpurmond. Das Ganze sieht so aus. Ist auch ein total schönes Cover, wie ich finde. Ihr werdet sehen, dass es hier auch so ein bisschen spiegelt. Ne? Das gefällt mir total gut. Und es geht in diesem Buch um Zeitreisen, so wie ich es verstanden habe, und auch um Hexenverfolgung. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze sein wird. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Dann habe ich zwei Rezensionsexemplare angefragt und auch bekommen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Beide habe ich schon gelesen. Eine Rezension ist auf jeden Fall schon online. Die andere vielleicht oder kommt in den nächsten Tagen. Das weiß ich noch nicht. Werdet ihr dann ja sehen. Das erste Buch ist von Beate Dölling, Je mehr ich dir gebe. Davon gibt es bereits eine Rezension, auf jeden Fall. Das Buch hat 3,5 bis 4 Sterne von mir bekommen. Hat mir ganz gut gefallen und ja, wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, dann könnt ihr gerne meine Rezension dazu anschauen. Das nächste Buch, das ich halt eben als Rezensionsexemplar bekommen habe, ist Das Reich der Tränen von Janine Wilk. Das Ganze habe ich auch schon gelesen und hat mir auch gut gefallen. Es hat 5 Sterne bekommen und davon wird es die Rezension jetzt demnächst geben. Oder sie ist schon vor kurzem online gekommen, das weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist ein super, super, super schönes Traumcover, finde ich. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, anhand der 5 Sterne gefällt mir auch das Buch richtig gut. Nicht nur das Cover. Und ich bin wirklich froh, dass ich das bekommen habe, dass ich es lesen durfte. Habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Es ist echt ein tolles Buch, hat mich auch sehr berührt. Ja. Das nächste Buch, das habe ich geschenkt bekommen, und zwar von meiner Tante. Habe ich mir schon sehr, sehr lange gewünscht, stand schon sehr lange auf meiner Wunschliste. Und zwar ist das von Amy Plum, Von der Nacht verzaubert. So sieht das Ganze aus. Das ist ja, der Mehrzahl von euch ja bekannt, würde ich mal behaupten. Und da bin ich auch echt schon mega, mega gespannt drauf. Viele sind da ja echt begeistert von und ich freue mich richtig, richtig darüber und auch das zu lesen demnächst. Dann habe ich noch ein Buch bestellt. Das ist ein gebrauchtes Buch, hat mich nur die Hälfte ungefähr gekostet vom Originalpreis. Und zwar ist das von Ellen Elbsten, Sommernachtszauber. Und das Cover ist auch ein absoluter Hingucker, ein richtiger Traum, finde ich. Und ich glaube, das kennen auch ziemlich viele von euch. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Aber ich bin auch hier richtig, richtig gespannt drauf, wie das wohl sein wird. Und das Cover ist so, so schön. Also ehrlich, da allein das Cover schon wieder ist, ja, ein Traum. Und das letzte Buch habe ich, bei wem habe ich es eigentlich gesehen? Weiß ich gar nicht. Nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich das auch bei einer Booktuberin gesehen. Und das ist auch quasi ungefähr die Hälfte hat es gekostet vom Originalpreis oder ein Drittel vielleicht auch nur, weiß ich jetzt nicht genau. Zwar ist es von Cat Falls, das Leuchten. Und hier seht ihr auch wieder, ne, das spiegelt so traumhaft schön hier auf dem Cover. Das ist richtig, richtig, richtig toll. Gefällt mir total gut. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht etwas weniger bekannt ist als die anderen. Deshalb lese ich euch da einfach mal den Klappentext vor. Die Meeresspiegel steigen, ganze Städte versinken in eisigen Fluten. Aber die Menschen können sich retten. Sie erschließen einen neuen Lebensraum, die Tiefsee. Tai ist der erste Junge, der dort unten aufwächst. Seine Haut leuchtet silbern, wie bei jedem Meeresmenschen. Eines jedoch unterscheidet ihn von den anderen. Seine dunkle Gabe. Ti weiß, dass er mit niemandem darüber sprechen darf. Sonst wird er alles verlieren, was ihm wichtig ist. Vielleicht sogar Gemma. Oder Gemma. Vielleicht sogar Gemma, das rätselhafte Mädchen aus der anderen Welt jenseits des Ozeans. Ja, hört sich total spannend an. Ich stehe ja sowieso irgendwie auf so Unterwasserwelten und Meerjungfrauen. Ich meine, ich glaube nicht, dass es hier um Meerjungfrauen geht. So meine ich das nicht, aber das interessiert mich auf jeden Fall. Also das Meer und so. Das drumherum. Das waren die 6 Neuzugänge, die ich hatte.
Zwei Rezi-Exemplare, ein gewonnenes Buch und im Prinzip habe ich mir ja nur drei selber gekauft. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, das ein oder andere Buch habt ihr davon vielleicht schon gelesen und könnt mir eure Meinung dazu sagen. Und was mich vielleicht auch interessieren würde, weil ich von diesem Buch hier fast noch nichts so gesehen oder gehört habe, außer halt in diesem einen Video. Und da war, das war glaube ich ein Sub-Video und sie hat es selbst halt eben auch noch nicht gelesen gehabt. Und vielleicht könnt ihr mir zu dem Buch irgendwie eure Meinung sagen, ob ihr das schon gelesen habt. Das würde mich eigentlich mit am meisten interessieren. Die anderen interessieren mich natürlich auch, was ihr dazu zu sagen habt, aber ja, da besonders. Also, vielen Dank für eure Meinung, die ihr mir vielleicht hinterlasst und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!